So ist mein Sieg wieder weg, wa? Los! Ja, Pinguin. Wach auf. Mal ein paar Apples holen hier. Das Ding auf jeden Fall weitergeben an Dingodil. Er hat fast keinen Schaden. Nice. Und weg. So, Prio einen auf Mütze geben. Fuck. Oh, hallo. Ich muss den Pinguin weg. Auf jeden Fall. Bau, bau, bau. Boah! ich krieg ja jeden Scheiß von meinem Pinguin ab. Ey! Ich bin im Stehen gestorben! Ja, hatten wir auch noch nicht, ne? Das kann auch mal passieren. Das war einfach mal durch einen Glitch im Stehen stirbt. Diese Nitro-Kisten. Immer spawnen sie vor einem. So langsam hier ist mir zu viel Chaos in der Welle. Die Maske hol ich mir auf jeden Fall. Nice. Jetzt bring ich Prio um. Prio wurde uns schon umgebracht. Oh, Dingodil. Hier. Bitte komm. Schenke ich dir. Stell ich mich hier drauf. Dann holen wir noch den Wumper. Dann ist er auch schon weg. Es ist nur noch Dingo hier vom Pingu und dann. Genau. Ach, Penta. Muss ich mal an Wallace und Gromit so ein bisschen denken. Ich weiß nicht, ob das wer von euch kennt. Wallace und Gromit, die Techno-Hose. Müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Also, cartoonmäßig ein Klassiker. Schlechthin. Schubst ihn in das Z. Das hat nicht geklappt. Oh. Ey, den habe ich nicht mehr abbekommen. Fickt euch alle. Boah, ich muss da oben hin. Überall Wumperfrüchte. Tot. Geiler Tod, ey. Kong, was ist drauf? Das ist Pfosten, ne? Hat Prio sich im Endeffekt? Alter, nice. Dingo hat ja richtig auf die Fresse bekommen. Geil. So, ich pfeife mir jetzt erstmal eine Büchse Energy rein. Der schöne Energy XXL Regular vom Rambazamba. Ah, nice. Riecht immer nach. Naja. Eigentlich riechen alle deutschen Energy-Drinks nach, finde ich, geschmolzen Gummibärchen. Aber der schmeckt eigentlich ganz nice. Wir haben jetzt schon 110%. Wir färben beim Anfang 98. Und unser Soll, jetzt haben wir 20% geholt in der Aufnahme. Ne, noch nicht mal. 12, 13 Grad mal. Eigentlich müssen wir noch ein bisschen holen, ne? Müssen unser Soll erfüllen. Unser Soll von 30% oder so, ne? So, dann müssen wir heute wirklich alle Goldrelikte holen. Das ist auch noch den vierten. Eigentlich haben wir jetzt nicht so Lust. Oh, gucken wir mal. So, Metal Fox. Eigentlich nicht schwer, ne? Weil wir haben ja die Bomben. Der Tiny, krieg jetzt mal einen auf den Sack. Mit einer fetten Bombe. Ich konnte mich nicht bewegen. Tiny hat mich eingeklemmt. Sonst hätte ich Bombe noch auf Rillerbratzen geworfen und dann wäre auch doof gewesen. Noch eine für Corti. Noch eine für Corti. Oh, geh weg, Tiny Bombe. Ich muss hier die Bomben ergattern. Boah, das war einfach. Billa ist auch tot. Nur um den Herrn Neo kümmern. Scheiße. Ich muss da hinten hin. Oh, jetzt hat
Cortex seinen Schuss die, die Bomben und den Wumper zerstört. Zack. Ich töte ihn trotzdem. Fuck. So, und schnell in Sicherheit. Jetzt schnell hinten durchfahren. Ja. Oh fuck, hab ich nicht mehr gesehen. Nein, er kriegt den Wumper. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Der hat eine Bombe? Oder die hier, der? Na, kann ich auch. Ja, zack. Trottel. Tot! Ich hab dich getroffen. Jetzt aber. Oh, ey, jetzt habe ich die Bomben noch nicht mal gebraucht. Das ist doch zum Kotzen. Das ist traurig. Wenn du traurig bist, machen wir einen Smirnoff auf. Oh, Hilfe. Boah, nee, jetzt bin ich eingeklemmt. Boah, jetzt geht ja gar nicht. Ja, was soll ich denn da machen? Vor allem, warum bin ich tot und Tiny hat noch nicht mal die Hälfte der Gesundheit verloren? Fixer, ey, kessel die mich ein. Ja, nee, ist klar. Tiny hat Bomben. Cortex hat seine eigene Mine abgekriegt, Billa auch. Cortex ist gleich tot, wenn er so weiterspielt. Oh fuck. Schnell die Bomben holen. Mach einen Abgang, Affe! Verpiss dich! So, zwei neue Bomben. Oh. Geil, Wump. Trottel. Du gewinnst. Zurecht, zurecht. Die bringen sie mit diesen Minen immer mehr um als... Guck mal, Cortex hat alle drei verballert. Bill hat auch zwei verballert. Und Tiny hat die letzte auch für sich selbst. Gäbe es ja keine Minen, wäre das Spiel deutlich schwieriger. Nicht, weil man nicht die Leute tot kriegt, sondern weil sie selbst die tot kriegen. Boah, Hilfe. Zu viel Action. Tiny fester rein, danke. Boah, war das knapp. Beinahe hätte mich seine Mine erwischt. Dummbatz Tiny. Cortex tot. So, jetzt noch die... Oh, das sind auch neue Bombenmaschinen. Du. In Sicherheit fahren. In Sicherheit fahren! Oh Mann! Er ist da nicht reingefahren! Weil mein Steuerkreuz wie am Arsch war! Oh, ey! Leck mich am Arsch! Mann! Immer so ein... Oh, so richtige... Scheiß... Scheiß... Kakuka-Fehler, ey! Für den Arsch ist das teilweise. Oh, ich finde mir so viel Action, ey. Versagst. Alpha, Cortex, Billa. Sie leben. Ich lebe nicht. Warum? Kann mir auch keiner erklären, ne? Ist kein Crash, Mensch. Da muss das so. Nice. Erstmal hier eine Bombe auf Tiny Titze werfen. Zack. Oh, Cortex hat auch Bomben. Tiny wurde von seiner Mine erranzt. Sehr nice. Dann einmal das Ding hier holen. Rilla hat die Bomben zerstört. Ist natürlich mega. Aber nicht die. Nicht die. Du
Wer sagt's? 3, 2, 1. Fuck. Los! Scheiße. Das war dumm. Ich hätte es locker schaffen können. Ich weiß nicht, was da los war. Alter, zum Glück konnte ich mich hier noch in Sicherheit bringen. Darauf erstmal ein paar Wumpas snacken. Diese Meme, die sind zu geil, ehrlich. Vollidioten, ne? Das habe ich schon mal gesagt. Die sind so geil auf mich, ne? Die nehmen gar nicht mehr wahr, was ich überhaupt mache. Ne? Egal was ich mache. Hauptsache ihn töten, Hauptsache ihn töten. Ne? Weil sehen sie gar nicht, wo sie überhaupt reinfahren. Es sind Spack im Quadrat. Ich habe genau gewusst, welche Schieße fährt er da rein. Aus dem Grund, meine Crash-Bash-Intuition, ne? Die spiele schon mehr als 10 Jahre, die hat mir das gesagt. Schieß einfach. Ne? Wobei, manchmal geht meine Intuition auch mit mir durch. Zum Beispiel, wenn ich wieder versuche, Balllevel aufs 3 Meter Leinwand zu machen. Fuck. Der Panzer, der dreht sich so extrem scheiße, hab ich das schon mal gesagt. Jetzt kann ich mich nicht wehren, weil mein Schuss irgendwo im Jenseits unterwegs ist. Cortex tötet mich wahrscheinlich gleich. Die Gesundheit überlebe ich nicht mehr. Das war klar. 2, 1, los! Feuer. Tiny, warum? Ne? Ich versteh's. Hauptsache holt sich nicht die verkackten Bomben. Oh, jetzt hat er die Bomben zermanscht. Vollpfosten. Ja, mit der Wumpe, ey. Tiny, ey, Tiny, Mann! Die Bomben! Die sind nicht zu zerstören da! Das überlebe ich niemals. Doch, die Wumperfrucht, die hat mir das Leben gerettet. Vielleicht kann ich jetzt mit Bomben Cortex geschickt noch ausmanövrieren. Aber das könnte sehr schwer werden. Feuer! Du gewinnst. Durch einen gezielten Bombenschuss. 3, 2, 1, los! Ja, stimmt, mit das Geist-Level eigentlich im Crash-Crash. Wegen diesen Bomben allein schon. Aber nicht, wenn man mal wieder eingekesselt wird. Hilfe. Scheiße, das hat mir selbst geschadet. Immer Zeit für ein paar Wumperfrüchte, nicht? Verdammt. Warum fahre ich da rein? Das wollte ich nicht. Steuerkreuz, was machst du? 3, 2, 1. Los! Mann, ey, das ist doch alles Zucker. Oh, eingekesselt. Fuck. Ich drehe mich nur auf den Kreis. Jetzt schnell hier rein. Jetzt bin ich sicher. Und ich bin Tiny Tiger! Auch mit im Käfig ist. Die waren schon wieder alle gegen mich. Ich hab das gesehen. Die hatten alle noch fast volle Gesundheit. Ja, warum dreht sich der Panzer? Egal. Fuck. Boah, dieser scheiß Panzer, warum dreht er sich einmal 180 Grad, wenn er einfach zurückfahren kann? Ja, toll. Tiny's Mine. Mann, das ist doch nicht schwer, das Level. Jetzt los.
stell dich so blöd an. Vor allem, wo sind die ganzen Bomben? Manchmal kommt die zu auf und manchmal gar nicht. Kann auch nicht angehen. Bomben, wo bleiben die Bomben? Belarus tot. Cortex auch gleich. Stirb! Du gewinnst. Ja. Ist recht. 3, 2, 1. Wenn das Match jetzt genauso läuft, bin ich ja zufrieden. Jetzt kommt Tiny da angerollt. Na, na. Mauern, sehr gut. Und das muss da von den Mauern raus. Das ist auch eigentlich sehr viel wert. Ja, Rillaru töten, das ist schon mal sehr viel wert. Also Tiny, das ist auch Geschichte. Muss noch aufpassen, dass Neocorns nicht trifft. So hätte ich auch kein Problem, wenn er sich fast selbst umbringt. Der letzte Schuss gegen Neocortex. Und das war's. Das Relikt gehört uns. Du gewinnst. Aber auch nur ganz knapp. So, letzte Relikt kommt jetzt in Dot Dash. Oh, das könnte... Naja, ich will es nicht sagen haarig werden, aber... könnte auch nicht gerade beim ersten Versuch klappen. Weil die sind dann doch schon ein bisschen schlauer, was die Sachen in Turbo einsetzen und 1A-Linie fahren angeht. Da könnte ein bisschen schwieriger werden. Jetzt haben wir 14, ne? 14? Ja, eigentlich bräuchten wir noch 3 Stück, dann können wir schon in das erste Bonus-Level. Was natürlich mit Relikten geöffnet werden muss. Weil theoretisch könnten wir 2 schon machen. Rest Dragon Drop, oder wie es hieß, genau. Mit 19 Kristallen und danach gleich Spam Fox, wenn man Dragon Drop auch noch den Kristall holt, aber 23. So, welche sind das denn hier? Kong, Rillaroon, die Dingodile-Armee. Das sind eigentlich die schlimmsten, die man wählen kann, ne? Die drei Fettbratzen gegen Crash. Das ist unglaublich. Ballern wir erstmal Kong ab. Dingodile, wie hast du das jetzt geschafft, ne? Ich fliege natürlich runter. Dann werde ich auch noch abgeballert. Dann werde ich auch noch abgeballert. Das ist natürlich schon mal sehr... Ja. Aber was die können, kann ich auch. Vor allem, wenn man auch noch in die falsche Richtung donnert. Okay, das ist jetzt mal eine Warmfahrrunde. Definitiv. Ja. Ich habe ja ein paar Tage nicht gespielt, das Level. Da muss man erstmal wieder auf Betriebstemperatur kommen. Dingo, Villa. Lass mal ein bisschen Turbo durchballern hier. Turbo! Alle kennen, werden eigentlich von euch alles New Kids Turbo geguckt. Also, wer den Film nicht kennt, ey, ist ja wirklich. Mies Kerlchen, ey, Junge! Oh. Naja, war ein paar Runde. So, jetzt geht's los. Man darf sich hier wirklich nicht am Stück andauernd runterpfeffern lassen. Am besten lässt man immer so einen Hauch an Vorsprung, bis man wirklich, sag ich mal, die passende Gelegenheit hat zum Überholen. Zum Beispiel, wenn Dingo die an der Kante festhängt. Und Kong runterfliegt und jetzt fliege ich eigentlich vorne. Jetzt muss er eigentlich nur noch gemütlich hier seine Runden drehen. Ohne natürlich andauernd abgeballert zu werden. Da sollte man so ein paar Wumperfrüchte und so natürlich einsammeln. Mach's immer so, ich booste hier hinten lang und hier nehme ich die Kurve in. Das geht ja am besten. So, da hinten kann ich ja nicht runterfliegen. So, Dingo Deal und Rillaru getroffen, sehr nice. Opa! So, Chuchu Rocket returns to Dingo Deal. Fuck. Ja, eigentlich müsste ich mir nochmal eine Dreamcast für meine Sammlung holen. Hab ich ja auch noch nicht. Aber ganz ehrlich, es reizt mich auch nicht so wirklich, auch wenn es eigentlich eine richtig geile Konsole ist.
Es gibt da voll geile Spiele für, aber